Guten Abend. Ja, wir sind aus der Pause zurück und begeben uns direkt ins nächste Thema. Ja, in Deutschland finden unsere Medien für die deutsche Politik mit Sicherheit viele Beschreibungen. Doch als besonders nachvollziehbar würden sie wohl die wenigsten mehr bezeichnen. Unsere Politik ist unverständlich geworden. Es fehlt an klaren Positionen und einer deutlichen Sprache ohne Störungen. Ja, aber durch bestimmte Medieninhalte wie nichtssagende TV-Duelle oder widersprüchliche Schlagzeilen wird nur noch mehr gezeigt, wie sehr die Streitkultur in Deutschland abnimmt. Wie können nun die Bedürfnisse und Angelegenheiten der Bevölkerung wieder neu aufgegriffen und ganz genau abgebildet werden? Das besprechen wir nun hier im Talk mit unseren Talkgästen. Und ich darf auch euch nochmal sagen, ihr dürft die ganze Zeit Twitter-Fragen stellen mit dem Hashtag MFMW. Und damit die Runde nun sich komplettiert, laden wir sie nun auf die Bühne ein. Ich bitte zu mir den ehemaligen Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Sigmund Gottlieb. Hallo. Danke. Ja, zudem freuen wir uns auf die stellvertretende medienpolitische Sprecherin der SPD im Sächsischen Landtag, Sabine Friedel. Unser nächster Talkgast arbeitet hier an der Hochschule mit weiter für Publizistik in der digitalen Informationswirtschaft. Und ich würde fast sagen, der Journalismus ist sein Zuhause. Begrüßt mit mir Herrn Professor Jannis Brinkmann. Ja, wir freuen uns auch auf den jungen Filmemacher und Meinungsjournalisten, der seine politischen Standpunkte unter anderem in dem Funkformat Y-Kollektiv ausdrückt. Begrüßt mit mir Hubertus Koch. Ja, ebenso holen wir zu uns in die Runde die beiden Redakteure des neuen Debattenformats Informa, welches jede Woche auf YouTube ein neues Video rausbringt, Friederike Schiller und Jan Schüppmann. Ja, wer auf gar keinen Fall fehlen darf, ist natürlich der Moderator dieser Runde. Und das ist kein geringerer als der Korrespondent für Sachsen beim ZDF, Thomas Bersch. Schönen Dank für das kein geringerer. Es gab eine gute alte Zeit. Ob sie gut war, wird sich zeigen. Da gab es einen Fernsehsender und noch einen. Da gab es abends das Heute-Journal und die Tagesthemen. Und am nächsten Morgen haben sich die Schüler und Studenten und auch die Arbeiter genau darüber unterhalten. Die Berichte waren zwischen 4 und 5 Minuten lang, O-Töne 25 bis 30 Sekunden. Politiker konnten erklären. Und wenn das immer noch nicht reichte, kam der Herr Gottlieb und hat nochmal kommentiert. Inzwischen hat sich die Welt geändert, es ist alles kürzer geworden, es ist schneller geworden, vielfältiger, jeder ist Produzent. Politikern, denen man damals vorgeworfen hat, sie würden zu verschwurbelt reden, denen sagt man jetzt, sie sind zu oberflächlich, weil sie versuchen, alles in ganz kurze Botschaften zu packen. Und die Frage stellt sich, was macht man mit all dem? Wir sind hier versammelt, wir haben Leute, die versuchen, mit dem neuen Strom mitzuschwimmen, ihre Nischen zu finden, entweder Politik zu erklären oder Politikern die Folgen ihrer Politik um die Ohren zu hauen. Wir haben einen Professor, der uns sagen kann, wie eigentlich die Rollenverteilung ist, ob wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind, wenn wir den Politikern an Heimstellen ihre Sachen zu erklären. Wir haben Frau Friedel da, die uns erklären kann, wie Politiker, in welchen Zwängen die auch stecken, wenn sie versuchen, wahrgenommen werden zu wollen. Und wir haben einen da, der sowohl die neue als auch die alte Zeit kennt. Ich glaube, ein besseres Podium hätte mit weiter hier nicht zusammenstellen können. Damit sich jeder schon mal gehört hat, würde ich gerne von hier beginnen mit der einfachen und doch komplexen Frage. Im Sinne von einer Politikvermittlung, war früher alles besser? Nein. Ich würde sagen, früher war alles anders. Also Sie haben das ja gerade schon sehr schön zusammengefasst. Früher gab es klare Zeiten, die 20 Uhr, die 19, vielleicht, wenn man es ausführlicher wollte, noch die 21:45 und am nächsten Morgen halt die Zeitung, wenn man Hintergründe wollte. Und heute ist aber natürlich der Anspruch, wenn ich eine News habe, dann will ich nicht bis dahin warten, sondern ich will sie sofort. Das heißt, das hat sich extrem die Mediennutzung geändert, aber natürlich auch dementsprechend extrem die Arbeit für die Journalisten. Die müssen sehr schnell reagieren, die müssen auf anderen Wegen reagieren und das macht es nicht einfacher. Ne? Also man muss sozusagen, man will ja trotzdem nicht falsch irgendwie melden. Ja, und der Austausch ist natürlich auch noch ein Punkt, der hinzukommt. Ne? Also es ist eine sehr, sehr größere Feedback-Rückkopplung möglich. Wo es früher den Leserbrief gab und wo es vielleicht alles ein bisschen verzögerter kam, müssen wir uns heutzutage die ganze Zeit mit Kommentaren und
ja, Nachrichten auseinandersetzen. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch. Das heißt, wir werden viel direkter auch damit konfrontiert, wie unsere Arbeit überhaupt angenommen wird. Nicht alles Pulver gleich verschießen. Antworten Sie immer zusammen oder möchte ich? Nö, wir haben ja auch eigene Meinung. Nee, aber da würde ich mich tatsächlich anschließen. Man muss sagen, das ist, das würde ich da noch ergänzen. Es gab früher gewisse Instanzen, etablierte Instanzen. Ich meine, gibt es immer noch die Tagesschau, die Tagesthemen. Aber früher war es so, dass der Konsument zu diesen Instanzen gegangen ist. Also sie haben um 8 den Fernseher angemacht und haben die Tagesschau geguckt. Und mittlerweile ist es so, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr aktiv nach Nachrichten suchen, die Instanzen nicht mehr aufsuchen, sondern dass sie erwarten, dass sie über ihren Facebook-Feed informiert werden. Und das kommt dann halt einfach rein oder es kommt nicht. Und es kommt manchmal auch von Instanzen, die vielleicht dann nicht ganz so seriös arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Und das ist halt, das komplette Konsumverhalten hat sich verschoben und da muss man halt Antworten drauf finden. Herr Koch. Ja, ich glaube auch, dass das also heute viel mehr Player sozusagen in dem Spiel mitspielen und jeder Facebook-Kommentator ja im Grunde auch ein Kommentator ist, der gleich meinungsbildend ist wie ein Kommentator in den Tagesthemen, weil die Leute ja gerade in den sozialen Medien jetzt nicht unbedingt das teilen und das verbreiten, was jetzt am richtigsten ist, sondern was am ehesten ihre Meinung widerspiegelt. Und gerade in diesen jetzt gerade sehr aufgeladenen, sehr diffusen Zeiten, wo man irgendwie gar nicht mehr weiß, wo es oben und unten, ist das halt in den sozialen Medien was sich ja auch noch selbst immer weiter verstärkt und die Gräben eigentlich immer weiter, immer tiefer werden, dadurch, dass es alles viel schneller und viel mehr ist und dadurch die Wahrnehmung irgendwie selektiver wird. Herr Gottlieb, wird Ihnen manchmal schwindelig angesichts der Entwicklung? Mir wird manchmal schwindlig, auch vor Begeisterung. Denn wir müssen schon aufpassen, dass wir diese neue Entwicklung, die wir gerade beginnen zu beschreiben, dass wir die nicht jetzt wieder in Grund und Boden reden. Ich weiß aus den vergangenen 5 Jahren, wo wir begonnen haben im Bayerischen Rundfunk sozusagen die Verwandlung vom linearen ins digitale Fernsehen zu organisieren, dass diese neue Welt unendlich viele Chancen bietet. Ich will nur mal eure Beispiele aufgreifen mit Tagesschau und mit heute. Das sind die klassischen linearen Systeme. Das ältere Publikum ist sozusagen an diese heiligen Zeiten noch gewohnt. Und dann sehen wir etwas ganz Einfaches. Und das, finde ich, ist ein großartiger medienkultureller Erfolg. Dann sagt der Moderator, liebe Freunde, und wenn ihr jetzt noch differenziertere und mehr Informationen haben wollt, dann schaut ihr bitte ins Netz bei heute.de oder bei tagesschau.de. Und ich finde, das ist ein unglaublicher Fortschritt, hier sozusagen ein zusätzliches Informationsangebot auf einer anderen Erkenntnisebene zu haben, wo man im Netz, das ist ja das Schöne im digitalen Netz, Sie haben zum ersten Mal, dass Sie alle Medienformen miteinander verbinden können. Audio, Video, Text, Foto. Sie können alles miteinander kombinieren und können völlig neue, kluge, weiterführende, aufklärende Informationen bieten, wenn Sie es gut machen. Und wir bemühen uns halt, wir machen auch viele Fehler. Aber ich finde eben, das ist, die beiden Dinge passen zusammen. Sie ergänzen sich. Das Digitale wird an Gewicht gewinnen, das Lineare wird an Gewicht verlieren, keine Frage. Aber im Augenblick ergänzen sich beide, wie ich finde, auf eine hervorragende Weise zum Nutzen unserer Bevölkerung jeder Altersstufe. Ja, die Jungen, die vielleicht mehr ins mehr ins Digitale gehen, die Älteren, die noch im Linearen sich das abholen. Das ist eine großartige Mischung, die es so in dieser Intensität vor 5 Jahren noch nicht gegeben hat. Eigentlich eine super Spielwiese, um Inhalte und das Volk zu bringen, Frau Friedel. Schlägt Ihr Herz schon höher angesichts dieser paradiesischen Zustände? Na, das ist schon so. Da würde ich zustimmen, absolut. Die andere Frage ist dann immer, was passiert auf der gegenüberliegenden Seite? Also werden all diese Angebote, werden all diese Informationen, werden all diese Möglichkeiten zum tieferen Verständnis, zur Reflexion auch genutzt? Ja. Und das ist natürlich wiederum sehr unterschiedlich, aber da sind Menschen Menschen. Also ja, das ist ganz, was Sie sagt, ist ganz richtig. Der alte ORF-Intendant Bacher hat mal gesagt, er ist längst tot,
Aber der hat mal einen Satz von zeitloser Gültigkeit formuliert. Im Wettbewerb zwischen Trivialität und Anspruch ist der Anspruch stets im Nachteil, weil es fürs Trivialere halt ein breiteres Publikum gibt. Und das ist das, was Sie sagen. Wird das so aufgenommen, wird das so angenommen? Kann ich auch nicht sagen. Aber Sie es werden ja vor allem ernsthafte, hochkomplexe Sachverhalte ja sehr oft trivialisiert, gerade in den sozialen Medien. So von YouTube-Channeln, von ja Fake News, von irgendwelchen Leuten, die irgendwas kommentieren, eine riesen Reichweite haben, unglaublichen Einfluss haben, aber die Medienkompetenz auf der Rezipientenseite ja gar nicht vorhanden ist, um zu checken, wer erzählt ja mir eigentlich was und wie kann ich das nachvollziehen, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Wenn der Anspruch immer im Nachteil sein wird, Herr Brinkmann, das ist eine schockierende Analyse. Ja, aber das ist ja auch nicht neu. Also das diskutieren wir ja schon länger, als es das Medienforum gibt. Ich würde gerne auf Ihre Ursprungsfrage nochmal zurückkommen. Ich glaube, wir müssten dieses Früher, von dem wir jetzt gesprochen haben, diesem Ominösen, ein bisschen näher begrenzen, sonst bleibt das sehr luftleer. Würde aber der Debatte, Sie haben das ja gerade schon damit schon angefangen, noch den Punkt hinzufügen, dass ich glaube, dass in der immer schneller werdenden Welt und auch immer natürlich komplexer werdenden Welt, das ist jetzt auch nicht neu, der Journalismus sich aber erstmal diesen Herausforderungen stellen muss. Es ist aus ja meiner Sicht nicht erst die Politik, die, das kann man sicherlich auch anders sehen, besser vermitteln muss, sondern es ist erstmal die Kernaufgabe des Journalismus, Welt zu erklären. Wird die Welt komplexer, muss der Journalismus sich da anpassen. Und das gelingt ihm mal besser, mal schlechter. Ich würde sagen, wir sehen sowohl in Deutschland als aber auch im Nachgang der Wahl von Donald Trump in den USA durchaus eine Zeit, wo der Journalismus zu alter Stärke wieder zurückfindet, aus diesem ominösen Frühjahr zum Beispiel. Und letzten Endes scheitert er aber auch an manchen Stellen immer noch. Das hat mit den Sachen zu tun, die wir bis jetzt auch schon besprochen haben. Wir sind gerade in einer Phase, die ökonomisch vielleicht nicht besonders reizvoll ist im Journalismus, aber journalistisch ganz, ganz viel Potenzial bietet. Aber letzten Endes, glaube ich, wenn ich mir die Überschrift angucke, könnte man das auch so interpretieren, dass die Kritik vielleicht gar nicht so sehr nur an die Politik gehen sollte, sondern tatsächlich auch an die Medien, Klammer auf, Journalismus, Klammer zu. Ich erinnere mich an die letzten Wochen. Wir haben heute erlebt, dass die Jamaika-Verhandlungen platzen. In den letzten Wochen wurde, ich glaube, Herr Dobrindt mal gefragt, wie lange er glaubt, dass noch verhandelt wird. Und statt dass er sagt, ich denke 14 Tage oder so, kam ein 40-Sekunden-Statement über Abwägen, vorsichtig sein, man kann sich nicht zu weit vorwagen, man muss mal gucken, man hat Verantwortung für Deutschland. Frau Friedl, Sie sind jetzt nicht Herr Dobrindt, aber können Sie verstehen, dass ein Politiker sich schwer tut, einfach zu sagen, in 14 Tagen, Frau Friedl? ich kann das einerseits verstehen und ich halte es andererseits trotzdem für falsch. Aber der Mechanismus ist so, man bekommt als Politiker am nächsten Tag immer vorgehalten, was man am Vergangenen gesagt hat. Ob das in der Zeitung steht oder im Fernsehen, es hat immer jemand gesehen und irgendjemand findet es immer schlecht. Also das führt schon dazu, dass Politiker genauer abwägen und versuchen, so offen und unklar zu formulieren, dass möglichst niemand was dagegen haben kann. Aber der falsche Weg ist es, glaube ich, trotzdem. Es ist einfacher, etwas klar zu sagen und 50% Freunde zu haben und die anderen 50% fanden sie eben doof. Das ist dann so. Sie hatten einen Antwortimpuls, Herr Gottlieb? Ein Ergänzungsimpuls. Okay. Das stimmt. Es war früher eben ja auch schon so, dass das, was Politiker gesagt haben, auf die Goldwaage geworfen wurde. Klar. Wie hat er es gesagt, wie könnte er es gemeint haben, wie ist es zu interpretieren? Das waren aber die normalen Zeiten von früher. Wir haben heute, und deshalb verstehe ich so ein Dobrindt-Geschwurbel, natürlich, ich kann es verstehen. Der weiß natürlich, wenn er irgendwo einen Halbsatz, einen Relativsatz, ein Wörtchen, ein Adverb falsch setzt, dass das in dieser multimedialen Welt der sozialen Netzwerke plötzlich millionenfach multipliziert wird und plötzlich ein Gewicht kriegt, das er dem vielleicht gar nicht geben wollte. Und deshalb haben wir so einen timiden, furchtsamen Umgang, also wir empfinden es so, ist vielleicht gar nicht so, vieler Politiker mit der Wirklichkeit. Es ist nicht mehr die Klarheit, aber für mich ist das eine Erklärung, wie Sie es ja auch gesagt haben, dass die Wirkung der Massenmedien, der sozialen Medien so stark ist inzwischen, dass ein normaler deutscher Hauptsatz von den wenigsten Politikern mehr formuliert wird. Und das empfinden viele Leute natürlich
als ein Defizit und können das auch gar nicht, diese Formulierungen, wie Sie es jetzt an dem Beispiel Dobrindt auch genannt haben, können das gar nicht mehr hören. Das ich nehme an, Sie verstehen, was hier gesagt wurde. Absolut. Sind Sie auch damit einverstanden? Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass natürlich der Politiker an sich jetzt auch die Möglichkeit bekommt, durch soziale Netzwerke selber zum Akteur zu werden. Also er ist nicht mehr primär nur auf Journalisten angewiesen oder zitiert zu werden oder in die Nachricht zu kommen, sondern er kann selber seinen Clip aufnehmen, sein Statement aufnehmen. Und das ist natürlich auch noch eine Ebene, die zusätzlich hinzukommt. Ne? Also dieses Gatekeeper-System, was wir ja früher im Journalismus hatten, fällt dadurch so ein bisschen weg. Und das macht es für den Politiker vielleicht einfacher, aber für den Rezipienten wahrscheinlich noch mal schwieriger, weil er dann sozusagen noch eine einordnende Instanz sozusagen wegfällt dadurch. Ich finde, das kann man immer ganz gut vergleichen mit Sportberichterstattung. Also wenn ein Fußballer nur sagt, boah, wir haben heute scheiße gespielt, dann gibt es auf jeden Fall überall sofort die Überschrift Ausraster von Klopp und der ist hoch unzufrieden und da stürzen sich alle drauf mindestens 3 Tage lang. Und ungefähr so ist es ja bei den Politikern auch, sodass man jetzt sehr viel spricht, aber sehr wenig sagt. Mhm. Und vor allem das, was man sagt, ja oft so verklausuliert ist und Politiker so einen eigenen Sprachcode haben, was man auch im TV-Duell, finde ich, gut gesehen hat, dass ein Normalbürger da ja auch nicht mehr mitkommt und sich in seiner Lebensrealität auch nicht mehr abgeholt fühlt. Also wenn es wirklich darum geht, Leute, was ist jetzt der Plan für die nächsten 4 Jahre und jetzt habt ihr mal hier einmal eine Stunde oder was weiß ich, 90 Minuten, wie viel es war, um euch zu streiten und dann verliert man sich in Kleinstdiskussionen darüber, welcher Antrag genau in welchem EU-Parlament, was weiß ich, wie eingereicht wurde. Also bei dem, was die Leute umtreibt, glaube ich, holt man einfach niemanden mehr ab. Und dann geht es andersrum, dass ein Gabriel sagt, ja, hier irgendwelche Nazis, die hier aufmarschieren, das haben wir früher als Pakt bezeichnet. Ja, damit schießt er sich dann auch ein Eigentor, weil dann wird er darauf reduziert und man sagt, ja, hier, wie soll so einer ordentliche Politik machen? Ja, aber dein Fußballbeispiel, das kann ich auch umdrehen, weil wenn ein Fußballer gefragt wird, ja, sind sie nächstes Jahr noch bei diesem Verein, und dann sagt er, ich konzentriere mich jetzt einfach erst auf die Saison und dann sehen wir weiter, dann weiß jeder eigentlich, der ist weg. Und gleichzeitig kannst du das bei einem Fußballer, du kannst eins zu eins auf einen Politiker anwenden, dass du genau weißt, egal was du sagst, was du für Floskeln sagst, das wird dir umgedreht. Das heißt, es gibt ja gerade in Social Networks hast du ja super viele Memes, wo einfach ein Zitat rausgegriffen wird. Das wird da alleine hingestellt und dann steht da, wird das kommentiert mit, ah, hier, guck mal, was der mal wieder gesagt hat. Hier, das geht gar nicht, armes Deutschland. Und dann hat man trotzdem dann einen Haufen Likes. Es wird massenhaft geteilt und das ist so ein bisschen dieser Erdrutscheffekt, der hat sich auch bei dieser Wahl gezeigt, aber ganz krass war es halt bei der Wahl von Donald Trump in amerikanischen Gefilden. Von daher. Professor Brinkmann möchte was ergänzen. Ich wollte nur kurz ergänzen. Und dann haben wir eine Multimedia-Frage oder eine Social-Media-Frage. Ich wollte ergänzen, dass das der Vergleich auf jeden Fall passt, zumal es gibt ja auch eine Historie von solchen Sachen. Das fängt wahrscheinlich nicht an, aber ist ein gutes Beispiel dafür, dieser Stinkefinger von Per Steinbrück. Da kann man jetzt so stehen, wie man will, aber das ist mal Ausdruck von klarer Kante. Inhaltlich jetzt nicht besonders gelungen unbedingt, aber es ist zumindest mal ein Statement. Das Pack ist ein anderes Zitat und dann gibt es noch von Nahles in letzter Zeit, jetzt kriegt die CDU erstmal auf die Fresse. So. Das kann man alles sozusagen als Gegenpunkte zu einer weichgespülten und vereinheitlichen Sprachregelung in der Politik sehen. Diese Personen haben aber alle sozusagen dann Medienschelte gekriegt und auch aus der Politik Schelte bekommen. Das bedeutet, man ist sehr, sehr schnell dabei, Typen zu fordern. Da ist man wieder im Fußball. Ne? Wo sind die Typen hin? So Mario Basler gibt es nicht mehr. Und die Leute, die noch so sind, die werden dann auch medialen Kopf kürzer gemacht. In der Politik ist das genauso. Das heißt, man will das auf der einen Seite. Wenn aber jemand mal tatsächlich klare Kante zeigt und dann eben auch ein entsprechendes Vokabular bedient, dann wird er direkt wieder eingenordet. Und da muss man sich schon ganz schön trauen, den Kopf dann immer mal wieder rauszustrecken und dann eben diese Statements zu fahren. Es wird ja nicht belohnt, im Gegenteil, es wird nur bestraft letzten Endes. Wobei ich natürlich eines noch gerne ergänzen würde zu dem Beispiel Duell vor der Bundestagswahl. Auch da möchte ich gerne sozusagen den Anwalt der positiven Seite abgeben. Ich fand es schon etwas ganz Erstaunliches, dass hier zwei durchaus langweilig agierende, langweilig sprechende Spitzenkandidaten beieinander standen, über 90 Minuten, und wir eine zweistellige Millionenzahl an Quote allein in den
4 linearen Ausspielwegen hatten der 4 Sender. Aber das ist kein Argument. Na, Moment. Doch, ich komme gleich, warum es ein Argument sein soll. Ich bleibe nicht bei der Quote stehen. Hinzu kommt noch die große Akzeptanz in den sozialen Netzwerken. Und ich finde, es ist schon ein Wert an sich, dass du hier 10 Millionen Menschen versammelst vor einem politischen Dialog über 90 Minuten. Da kommt es nicht mehr darauf an, da erwarten sie vielleicht zu viel, welche Inhalte dort jetzt transportiert werden. Da kommt es darauf an, die Menschen machen sich ein Bild von 2 Kandidaten, ja, von 2 Spitzenkandidaten, bewerten die positiv oder negativ, interessieren sich für 90 Minuten für personalisierte Politik. Gut, jetzt kannst du sagen, personalisiert, schlimm. Aber sie sind interessiert an Politik und das ist, finde ich, ein Wert an sich. Und wenn dann noch zusätzlich inhaltlich ein bisschen etwas auch noch rüberkommt und hängen bleibt, dann ist es ein Stück schon Volkshochschule, die sich gelohnt hat. Also nur, ich würde gerne mal dieses Gegenargument einfach auch mal mit einem gewissen Tenor einbringen. Aber inhaltlich ist ja nichts hängen geblieben, was die Leute wirklich interessiert oder in ihrem Leben tatsächlich irgendwie beschäftigt. Also wir haben auch was verbunden. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, die Leute? Und mit nichts? Also von den 10 Millionen, die das geguckt haben, da werden doch nicht 10 Millionen gesagt haben, das war super, das war komisch. Ich kann es konkretisieren. Das sind 10 Millionen Individuen. Ja, ich kann es gerne konkretisieren. Also wir haben auch was zur Bundestagswahl gemacht, ein Special für junge Leute zwischen 20 und 30. Und die Themen, die bei uns wirklich gut gelaufen sind, das waren Themen, wie kann man sozial besser Geld verteilen? Wie ist es mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Meinetwegen auch Cannabis. Aber das sind alles Themen, die nicht irgendwie medial behandelt wurden von den großen Parteien im Wahlkampf. Ist gut, dass Sie das gemacht haben. Ja, ja, aber letztlich ist es ja so, dass das ja auch alles ein Nischenprodukt noch ist. Ne? Also all das, was wir machen in unseren Social-Media-Formaten, das honorieren die Zuschauer und das hat man einen guten Austausch in den Kommentaren. Aber das kommt niemals auf eine 10-Millionen-Quote über 90 Minuten. Und ich habe nach dem TV-Duell, zwischen TV-Duell und Bundestagswahl eine Dokumentation gemacht, wo ich mit vielen Leuten gesprochen habe. Und egal, ob die jetzt alt waren, reich waren, arbeitslos waren, halt in Arbeit standen, jeder hat gesagt, langweilig. Bla bla bla. Also, und trotzdem sind sie 90 Minuten dabei geblieben. Wir haben noch gehofft, dass wenn Schalke gegen Dortmund spielt, schaue ich mir auch 90 Minuten an. Wenn das 0-0 ausgeht bei 0 Torschüssen, sage ich, was soll die Scheiße? Nicht, dass ich mich nicht freue über den regen Austausch. Ich mache jetzt erstmal bitte die Twitter-Frage und sage dann auch noch was dazu. Wo ist sie denn, die Twitter-Frage? Es wäre sehr schön, wenn gesagt werden könnte, an wen sie direkt geht. Ich denke mal, das geht an die ganze Runde. Politinteressierte sollten wir hier alle sein. Hier wäre jetzt Greta Rockrohr. Wie sieht die politische Zukunft in Deutschland denn aus, vor allem da die FDP die Koalitionsverhandlungen nun abgebrochen hat? Was könnte bei eventuellen Neuwahlen von den Medien besser gemacht werden? Aber das ist ja das ist ja ein bisschen auch genau die Art von Frage, wo man nur die Art von Antwort geben kann. Ne? Wie sieht die politische Zukunft in Deutschland aus? Da kann jetzt jeder von uns, glaube ich, 5 Stunden reden Hohe und hätte Abstraktion. Immer nur 1% erwischt. Vielleicht sollten wir das aber jetzt nicht so abwiegeln, denn sonst stellt keiner mehr eine Frage. Ich will nur Verständnis Frage. Dafür erzeugen, eine super abstrakte Frage erzeugt eine abstrakte Antwort. Ja. Also sie ist wirklich ein bisschen vage und in die Zukunft gedacht. Wir können es, glaube ich, trotzdem trennen. Es wird die Frage, wie sich die Medien in Zukunft entwickeln, die wird es ja weitergeben, egal in welcher Konstellation jetzt Deutschland die nächsten 4 Jahre regiert wird. Ich wollte aufs Fernsehduell zurückkommen und auf die Frage, was blieb an Inhalten hängen. Mir ist aufgefallen... Darf ich zu der Frage eine Sache sagen? Bitte schön, sehr gerne. Und zwar, ich glaube, was sich ein paar Parteien abschneiden können oder werden, ist, dass der Wahlkampf von der FDP, weil die ja da jetzt auch explizit angesprochen wurde, doch sehr erfolgreich war. Also in den Zeiten von den sozialen Medien und dieser permanenten Selbstdarstellung überall, dass es sehr gut funktioniert, über ein Gesicht irgendwie so ein ganzes Parteienprogramm zu fahren, was bei der SPD und so weiter, gut, das war auch wieder so ein Hauruck-Ding, den Schulz da hinzustellen, nicht so gut funktioniert hat, aber dass man so das doch schon irgendwie noch mehr greifbar machen kann, glaube ich, in dieser hochkomplexen Welt, dass man sagt, ja, aber der Lindner hat doch gesagt und der Lindner war da und da und da und da,
kapriziert sich natürlich alles auf einen, aber war sehr erfolgreich, würde ich mal sagen. Aber woran misst man diesen Erfolg? Ja, auf jeden Fall, dass die FDP wieder eine Rolle spielt und da im Parlament sitzt. Ja, aber das machen CDU und SPD ja auch. Lassen Sie einen kurzen Satz dazu sagen. Ja. Eine Frage oder ein Satz von Herrn Brinkmann. Ein Satz, ja. Also weil die Frage sozusagen darauf zielte, was der Journalismus besser machen kann oder die Medien besser machen kann. Doppelpunkt. Sie müssen, glaube ich, sehr genau erklären, was dort schiefgelaufen ist bei diesen Koalitionsverhandlungen, die jetzt gescheitert sind. Gedankenstrich, denn sonst haben wir eine Situation, die genau dann eben dann eintritt, was alle prognostizieren. Wir haben Neuwahlen. Die AfD gewinnt dazu, weil alle irgendwie das Gefühl haben, die etablierten demokratischen Parteien können sich nicht einigen. Man muss hier sehr, sehr genau erklären, was denn da am Ende dazu geführt hat und auch diese Unterschiede herausarbeiten. Und dann hat man übrigens auch eine Debatten- und Streitkultur, weil Parteien, die sich grün sind und wo alles gut funktioniert, da hätte es ja vielleicht geklappt. Also es gibt diese Unterschiede durchaus. Man muss sie nur jetzt journalistisch rausarbeiten, sonst läuft man Gefahr. Zu dieser Erklärung. Bitte. Das kann nicht ich sein. Also zu dieser Erklärung gehört natürlich auch, ich unterschreibe das, die Ergänzung, dass wir nur erklären können, wenn wir sorgfältig recherchieren und auch tatsächlich wissen, was passiert ist. Und sorgfältige Recherche, das ist natürlich ein weiteres Problem des Journalismus heute, können sich nur mehr, nicht eine Handvoll, das ist falsch, aber können sich nicht mehr alle Medien leisten. Und das ist ein Problem des Journalismus heute. Also das heißt, ich wünsche mir natürlich, dass das als Ergebnis rauskommt, was Sie sagen, dass wir das herausbekommen, was in diesen Stunden alles gesagt oder nicht gesagt worden ist. Aber das bedarf natürlich sorgfältigster und größtmöglicher Recherche. Und die ist heute nicht mehr überall möglich. Nochmal zu dieser Frage, zu dem Dissens, ob bei dem Duell etwas hängen geblieben ist. Mir ist aufgefallen, dass nach dem Duell nicht gesagt wurde, was waren die Streitpunkte, was war, wo sind sie dicht beieinander, wo sind sie weit weg, sondern es wurde sofort, auch unter Rückgriff auf Umfragen, die während des Duells gemacht wurden, es wurde sofort gefragt, wie hat der Kandidat oder die Kandidatin beim Publikum gewirkt? Das interessiert mich doch als Zuschauer und ich will da nicht wissen, wie sie oder er bei jemandem anderen ankommt. Es wurde nach meiner Empfindung ein Prinzip von den Inhalten abgelenkt, indem man auf diese oberflächliche Schiene zurückging. Ha, wer hat denn jetzt hier mehr gepunktet? Teilen Sie diesen Eindruck? Ja, da gab es aber sogar irgendwie, Entschuldigung, was in Sie gerichtet komplett? Ich war eine Frage in die Runde. Dann, um das aufzugreifen, dieses, wie hat er gewirkt? Es geht ja noch weiter, wenn man die auf die anderen Duelle guckt, das war ja bei weitem nicht das Einzige. Es gab ja das eine auf Sat.1 mit Klaus Strunz, da war es im Endeffekt wichtiger, ob Alice Weidel Christel Lindner heiß findet und wie er auf Tinder unterwegs ist, als dass es tatsächlich um Inhalte ging im Endeffekt. Das war eine komplette Boulevardisierung des politischen Diskurses, dass im Endeffekt war es für mich in meiner Wahrnehmung ein trauriger Versuch, irgendwie in der Nische zu punkten, irgendwo zwischen Dschungelcamp und DSDS. Ja. Und dann vielleicht da irgendwie mit dem Wahlhype da noch was rauszuholen. Das fand ich schon bitter von Frau Friedl. Aber ist das nicht normal? Also mir kommt es beim Rezipieren von Medien eher normal so vor, dass die Berichterstattung über Sachliches im Hintergrund ist und die Berichterstattung darüber, was der Vertreter der einen Partei über den Plan des Vertreters der anderen Partei sagt, im Vordergrund ist. Also ich nehme mal ein Thema, was mir jetzt ein bisschen näher ist, weil es sächsische Landespolitik ist. Verbeamtung von Lehrkräften, ja oder nein, was spricht dafür, was spricht dagegen, ist in den letzten Tagen explodiert, weil der neue Kultusminister gesagt hat, ich rede da mal drüber. Gegenstand der Berichterstattung ist aber nicht der sachliche Punkt, was soll denn für Verbeamtungen sprechen, was soll dagegen sprechen, sondern Gegenstand der Berichterstattung in den Medien ist, wie hat darauf der CDU-Fraktionsvorsitzende reagiert, wie hat darauf XY reagiert. Also die Debatte scheint mir, oder Berichterstattung ist immer eher so eine Metaberichterstattung als ein Erzählen von Fakten. Wenn ich das Nicken richtig deute, dann neigt sich das Pendel vom Thema sprechen Politiker falsch in Richtung, was machen die Medien falsch? Täuscht der Eindruck? Nee, überhaupt nicht. Zu Ihrer Frage eben nochmal. Die Frage, wer hat jetzt mehr überzeugt oder nicht,
ist ja auch eigentlich schon wieder dieses vorgenommene Wettkampfdenken von der Bundestagswahl. Oh ja, und der Schulz hat jetzt 52% gekriegt oder die Merkel 52%, die hat jetzt gewonnen. Ich sehe einmal einen Balken, der aufploppt, mache den Fernseher aus und gehe schlafen. Aber wenn man sich mal die Berichterstattung aus den sozialen Medien als Beispiel nehmen will, könnte man ja auch mit so einer Frage schon mehr in Dialog treten, indem man sagt, wurde Ihnen das Thema, Migration hinreichend erklärt? Oder sind Sie da jetzt schlauer? Oder welches Thema hat Ihnen gefehlt? Mit 5 Antwortmöglichkeiten. Also dass man da schon ja auch den Zuschauer in der Hinsicht ernst nimmt, dass er gleich auch in der Sendung mit 10 Millionen Zuschauern sich wiederfindet. Und zwar mehr als, der Schulz war nett und die Merkel auch und beide finde ich irgendwie gut. Das finde ich klug. Der Gedanke ist klug. Warum ist das nicht passiert? Das wollte ich gerade fragen. Das weiß ich ja nicht. Warum ist das in euren sozialen Vertriebswegen nicht passiert? Warum ist das in Ihren 10 Millionen? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in unseren Vertriebswegen. Weil wir Quote machen wollen. Ja, aber dann haben Sie doch die Leute schon an der Angel. Dann können Sie sich doch nochmal packen. Und Sie sagen, wollen Quote machen und wir wollen Klicks machen. Das ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Also, keiner müsste es, ne? Das ist alles öffentlich-rechtlicher. Also, keiner müsste überhaupt irgendwie. Ja, das Klicks stimmt aber auch nicht, dass es das so ist. Ne? Das ist die Theorie. Sie haben recht. Also ich würde sagen, wir haben tatsächlich auch probiert, inhaltlich Abstimmungen etc. zu machen. Genau. Können Sie sehr gerne auch nochmal angucken. Aber ja, da hast du recht. Da sind wir leider jetzt nicht die am Drücker sind bei den 10 Millionen, wenn es darum geht, irgendwie das Kanzlerduell zu gestalten. Mhm. Und ich wollte Frau Friedl auch eigentlich nur noch mal zustimmen. Mir ist es jetzt nämlich bei den Sondierungsgesprächen aufgefallen. Ein extremes Ding, gar nicht, worüber haben die geredet, sondern was sagt denn der Dobrindt mal wieder zu den Grünen? Oder der Scheuer? Also ich weiß nicht, warum die CSU dermaßen überrepräsentiert war in diesen Medien. Es ist halt vor allem immer so eine so eine Problemorientierung, auf das Gegeneinander. Ja. Gerade in Zeiten, wo es eigentlich miteinander in irgendeine Richtung gehen muss. Es muss ja auch miteinander gegeben werden. Das ist so der einfachste Grundgedanke, der einfach nicht in meinen Kopf reingeht. Warum? Ja. Aber Entschuldigung, das ist natürlich jetzt dann Widerspruch, wenn wir sagen, es muss miteinander gehen und das muss ich so zum Beispiel dann auch in der Diskussion wieder finden. Dann haben wir langweilige Kandidaten. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, aber wir wollen ja eigentlich Streit, Auseinandersetzung. Wobei das aber bei Sondierungsgesprächen geht es ja darum, einen Konsens zu finden und nicht den Wettbewerb oder die Unterschiedlichkeiten herauszuarbeiten. Meiner Ansicht nach ist das ein offenes, das muss man immer mit einpreisen, dass das eine offene Verhandlung ist und die kann auch scheitern. Und ich bin jetzt kein Fan davon, dass das jetzt wirklich passiert ist, aber wenn da jemand rausgeht am Ende und sagt, es hat halt nicht gepasst, dann muss man das auch, finde ich, als Parteiposition oder als 3 Parteipositionen oder 4 sogar so festnehmen und sagen, gut, es gibt eben unüberbrückbare Widerstände. Ist der Druck nicht hoch genug gewesen? Das kann ja auch sein, dass man sagt, okay, wir mussten jetzt zu keiner Einigung kommen. Es ist sicherlich auch so, dass da verschiedene Parteihintergründe mit einer Rolle spielen. Die CSU ist in einer ganz anderen Situation als die Grünen. Die FDP kann vor Kraft nicht laufen. Angela Merkel muss sowieso gucken, was jetzt gerade ist. Also es ist eine schwierige Gemengelage. Und dass man da sozusagen sagt, da passen 4 Parteien, die in vielen, vielen Fragen überkreuzt liegen, die müssen per se zusammenkommen, denn sonst geht das politische Abendland unter. Das halte ich mal für nicht ausgemacht. Und das halte ich auch nicht für richtig, ehrlich gesagt. Da würde ich Ihnen zustimmen. Weil vorhin das Stichwort Gatekeeper fiel. Bei den Koalitionsverhandlungen konnten wir beobachten, es wurde verhandelt auf dem Balkon, ab und zu kam jemand raus und abends saßen dann die zweite Garde der Parteien in den Talkshows und hat erklärt, warum, was, wie schwierig ist. Wäre es da nicht wünschenswert oder vielleicht auch objektiv von Vorteil, wenn man sich sagt, wir machen es wie früher und sagen, wir geben nichts nach außen, wir setzen uns nicht in die Talkshows, wir verhandeln in Ruhe, auf Augenhöhe, wie auch immer und am Ende kann die Reporter gerne über das Ergebnis berichten und nicht über die Verhandlung. Aber dann wird es der Bürger wieder nicht ernst genommen, dann haben wir wieder dieses Gerücht von Politik im Elfenbeinturm und das ist ein Problem. Transparenz ist sehr wichtig, meiner Meinung nach. Das ist das eine, das andere ist, man kann sich darauf vereinbaren, irgendeiner bricht diese Vereinbarung immer. Also da können sich 20 Leute hinsetzen und sagen, wir halten aber alles geheim und trotzdem wird einer nach draußen gehen. Und dann ist, glaube ich, der richtige Weg eher der andere zu sagen, wenn das sowieso passiert, dann machen wir es doch lieber gleich transparent, so transparent wie möglich. Zumal ja auch nicht transparent, also im Sinne von objektiv wahr berichtet wird, sondern jeder legt da seine eigene Interpretationsschiene an. Dann sind die Grünen schuld, dann ist die CSU schuld, je nachdem, wen man dann fragt. Ja, müssen eigentlich alle dann irgendwie zu Wort kommen. Und dann hat man aber genau das Problem, was Sie beschrieben haben. Dann reden alle drüber, es sind vertrauliche Informationen im Prinzip nicht mehr da. Aber das, was Sie beschrieben haben, wäre eine Papstwahl, ne?
So, ja. Irgendwann gibt es weißen Rauch und dann hat man jemanden oder auch nicht. So, und selbst da reden ja manchmal Leute vorher. Die haben wahrscheinlich ein Smartphone, um mal schnell mal eben einen Tweet abzusetzen. Von daher. Das haben sie letztes Mal gemacht. Ja, aber letztendlich könnte man ja auch das Gegenargument sagen, der Bürger ist bei diesen Verhandlungen ja sowieso nicht gefragt. Der hat damit ja erstmal gar nichts zu tun, weil das müssen die halt eine Regierungsbildung, da habe ich jetzt erstmal nichts mit zu tun, weil ich nicht weiß, was die verhandeln und die müssen sich da irgendwie einigen. Was ist der Mehrwert, wenn ich mir das alles angucke, auf dem Weg dahin, ob es eine Regierung gibt oder nicht? Warum muss ich jeden Furz direkt erfahren? Wir haben ja über jeden Furz geschrieben werden. Warum? Das wäre doch ganz schön. Also, wir haben keine Regierung seit 8 Wochen und das ist doch schon, also zumindest interessant, oder ist man dem Bürger doch in gewissem Maße schuldig, ja, zumindest in gewissem Maße auf die auf dem Laufenden zu halten, was gerade passiert. Also ich finde auch nicht jeder Pups, hast du recht, aber so ein Update, so ein Tagesupdate sollte drin sein. Ja, okay, war nur mal so ein Gedanke. Was ich da weiterführe, aber noch wichtig finde ich jetzt gerade auch durch jetzt den, wenn es wirklich jetzt in dieser Form ein kompletter Stunt von der FDP war, wie es im Raum stand, und dass sie gesagt haben, alles klar, es war schon vor 2 Tagen komplett klar, dass das nichts wird und dass man trotzdem noch mal den ganzen Abend die trotzdem alle, wie hat Herr Habeck es gesagt, Geiselnahme. Geiselhaft und sie brauchen alle eine Therapie. Genau, dann ist das für mich nicht nur schon ein bisschen eine Frechheit, sondern dann ist es ein nachhaltiges Schädigen des Ansehens der Politik, weil dann kann ein Bürger wirklich sagen, ey, die verarschen uns doch von vorne bis hinten. Und das fände ich halt dann in diesem Kontext noch schlimmer. Das ist ungefähr so, als ob man sagt, ich will meine Inhalte in die Regierung einbringen und 2 Minuten nach 18 Uhr sagt, wir gehen in die Opposition. Oder, Frau Friedel? Nö, wenn man dann das Wahlergebnis sieht und kennt und feststellt, dann finde ich das nachvollziehbar zu sagen, das haben wir jetzt so oft gemacht mit dem Regieren, das war irgendwie offenbar nie so, dass die Leute das super fanden. Machen wir mal was anderes. Also das finde ich schon okay. Ich meine, jetzt muss man ja sagen, es ist ja natürlich eine ja, ungute Geschichte, die da heute Nacht passiert ist, aber es ist nicht die Sprengung der Demokratie. Es ist ein Wegstein in einem demokratischen Regierungsbildungsprozess. Man wird sehen, wie das weitergeht. Die Wähler haben ihr Votum abgegeben. Die politische Entscheidung wurde verengt durch das Votum der SPD, zu sagen, wir gehen in die Opposition. Also gab es nur diese Möglichkeit, die wurde jetzt sozusagen nicht zu Ende geführt. Wir wissen nicht, warum, weil wir alle nicht dabei waren. Und die Medienleute waren auch nicht dabei. Sie haben es sozusagen über dritte oder vierte Hand bekommen mit größeren oder geringeren Annäherungswerten. Also ich würde das jetzt nicht als sozusagen eine Problematik der nächsten Wochen und Monate sehen. Das wird sich regeln. Und es wird möglicherweise auch zu einem Klärungsversuch in den Spitzenpositionen dreier Parteien führen, sei es CDU, CSU oder SPD. Und auch das wäre ja dann ein Stück Klärung. Okay, anderes Thema. Wir haben eine Twitter-Frage. Ich weiß nicht wo. Ganz genau. Und zwar von Esti an Herrn Gottlieb. Wie sollte man mit besonders populistisch oder sogar stammtischartigen Aussagen von Politikern umgehen, um einerseits aufzuklären, andererseits die Person nicht bloßzustellen, auch in Hinsicht auf Lügenpressevorwürfe und an Hubertus, ab wann siehst du News als Fake News an? Also diese Frage kann gerne ausdrücklich an die Runde gehen, die muss nicht nur an Herrn Gottlieb gehen, obwohl Herr Gottlieb jetzt erstmal aufgefordert ist. Ja, das ist eigentlich für jeden zu beantworten, völlig klar. Populistische Aussagen gehören heute zum Handwerk der Politik. Haben Sie übrigens früher auch schon gehört, auch schon bei Franz Josef Strauß. Das ist alles nichts Neues. Du musst sie medial kenntlich machen, du musst sie aufbereiten und du musst sie in einen Kontext stellen und musst sie unter Umständen dann auch bewerten in einer sauberen Form, indem du sie kommentierst. So geht man damit um. Das war vor 20 Jahren schon so und das ist heute nicht anders. Und das kann der Journalismus auch. Ja. Stimme ich Ihnen total zu, weil Sie das einfach historisch gewachsen gelernt haben und B, betreiben Sie das unter Umständen ja auch selber. Ist ja nicht so, dass die Medien völlig fern sind von jedem Populismusverdacht. Außerdem sind Sie ja dankbar für jede populistische Aussage. Das ist die Schizophrenie in der Sache. So, und dann zeigen Sie auch die Leute und sagen, Populist. Ja. So, aber Schlagzeilen kommen in meine können Sendung. Gerne geliefert werden. Natürlich. Wir nutzen sie gerne. Genau, also
Da ist man immer mit dem Urteil sehr, sehr schnell, nutzt aber die gleichen Mechanismen und auch die Personen. Ich glaube, das ist, wir reden über so eine Sache, glaube ich, insgesamt zu viel, wie man mit Populisten umgeht, anstatt dass man mit ihnen umgeht. Aber dennoch finde ich, dass man nicht über jedes Stöckchen springen muss als Journalist, was an ihm gehalten wird. Und das weiß ich ja zum Beispiel, die AfD meisterhaft zu inszenieren. Und ich glaube, das hat auch dann doch in einem gewissen Maße zum Erfolg der AfD beigetragen. Ne? Dass sie halt permanent mit null Inhalt und nur irgendwelchen Aussagen in den Medien waren. Aber das ist ein schwieriges Spannungsfeld, in dem Journalismus da auch ist. Absolut. Ne? So, wenn sie es nicht thematisieren, dann sind sie die Lügenpresse, die die AfD rausdrängen. Wenn sie es übermäßig machen, kriegen sie von den anderen Parteien Anwurf. Wir haben Herrn Gauland interviewt und er hat auf einige Fragen, sehr viele sogar, einfach nur gesagt, wir sind dagegen. Wollen wir nicht. Also wir hatten eine Frage gestellt an alle 6 Spitzenpolitiker und jeder durfte sein Statement dazu geben, wie steht die Partei dazu. Und Herr Gauland hat wirklich ganz oft gesagt, nee, wollen wir nicht, können wir nicht. So, und dann wurde uns halt immer vorgeworfen, ja, das ist ja wieder typisch. Jetzt wird hier dem armen Herrn Gauland irgendwie noch die Zeit genommen, der wird kurz geschnitten. So. Wir können das ja nicht aus dem Mann rausprügeln. Also das war sozusagen deine Antwort. Ne? Also so oder so. Also wir haben gedacht, wir müssen ihn mit reinnehmen, wir machen das. Und dann kriegst du die Vorwürfe trotzdem. Aber vor allem, das war halt praktisch diese Idee, alle kriegen die gleiche Frage, alle kriegen den gleichen Zeitrahmen. Und dann sagt der Mann einfach, ne, das lehnen wir ab. Und dann guckt man den an und dann guckt er dich zurück an. Okay. Ja, aber das nennen Sie meisterhaft inszenieren. Das ist keine meisterhafte Inszenierung. Das ist dann halt einfach das, was beim Konsumenten ankommt. Und die sagen wieder, egal was du machst, wird dann gesagt, nee, da habt ihr aber hier geschnitten, da hast du mir da 30 Sekunden geredet. Aber warum fragt man dann nicht nach, wenn der sagt, das lehnen wir ab? Warum? Das war in diesem Konzept nicht vorgesehen. Also es ging um Statements. Ja, aber um vielleicht nochmal auf das ursprüngliche Ding zurückzukommen. Was ein ganz einfaches Mittel wäre, um mit populistischen Aussagen umzugehen, in einem Debatten- oder in einem Duellkontext, in einer Live-Sendung. Man hat ein unabhängiges Team von Fact-Checkern. Und zwar wirklich, sei es jetzt beim Kanzlerduell oder sei es irgendwo beim Kandidatenduell in den USA, da wäre es ein Segen gewesen bei Trump und Clinton, dass da wirklich ein Team war, das alle Zahlen einfach während der Live-Sendung checkt und danach sagt, der hat die Wahrheit gesagt, das ist schwammig vielleicht, irgendwie das kann man noch interpretieren und das ist es nicht. Und das muss in allen großen Formaten dieser Form meiner Meinung nach etabliert werden. Ich glaube auch, dass das total richtig ist und das greift auch das auf, was Sie gesagt haben. Dafür ist vielleicht gar nicht mehr genug Geld vorhanden. Bei vielen Medien ist es aber auch noch so. Also es ist nicht so, dass die alle am Hungertuch nagen. Sehe ich genauso, das Problem ist, Sie erreichen ein gewisses Klientel damit schon gar nicht mehr. Das sind nämlich die Leute, die sozusagen Ihnen am Ende auch den Vorwurf machen, wie blöd Gauland Sie denn von ihm befragt wurde. So, die sind für Sie vermutlich verloren. Man kann jetzt darüber diskutieren, kriegt man die noch irgendwie wieder zurück oder auch nicht. Und dann steht man im Prinzip da. Und ich glaube, der US-Wahlkampf hat das durchaus gezeigt, dass genau das eben nicht geholfen hat. Denn ich glaube, dass die New York Times, die Washington Post, die haben wirklich gute Arbeit geleistet ab einem gewissen Zeitpunkt und wirklich versucht, das auseinanderzunehmen, was da war. Und es hat überhaupt nicht gefruchtet. Es interessierte die Leute überhaupt gar nicht. Also mit die Leute, ich möchte spezifischer sagen, die Wähler, die am Ende für Donald Trump gewählt haben. Aber da ist das Kind ja nicht gerade erst in den Brunnen gefallen. Da ist das Kind schon vor 2 Wochen ertrunken. Ne? Aber ich meine, da kann man ja auch mal fragen, um zurück zum Kanzlerduell zu kommen, da gucken 10 Millionen zu. Dann ziehen wir vielleicht noch mal 10 Millionen ab, die Babys sind oder bettlägerig. Und dann haben wir immer noch 60 Millionen oder 50 Millionen wahlberechtigte Deutsche, die das nicht anschauen. Und am Ende ja trotzdem eine Entscheidung treffen. Also ich glaube, etwas gut medial aufzuarbeiten, ist immer nur die eine Seite. Ich habe auf der anderen Seite immer das Rezipientenproblem. Ja. Und wie schaffe ich das, an die Leute ranzukommen? Wie schaffe ich das, dass die Informationen bekommen, die nötig sind, um einen Sachverhalt zu beurteilen und wie schaffe ich es, dass die das dann auch können. Aber das ist ja kein Widerspruch. Das heißt einfach nur, dass man polyvalente Angebote schaffen muss. Und zwar auch für jede gewisse, sei es ein Bildungsgrad oder sei es auch ein Interessengebiet. Wie Rieke eben schon gesagt hat, die Themen, die bei uns mit Abstand am besten gegangen sind, waren Themen wie Cannabis und das bedingungslose Grundeinkommen. Das hat wohl mit dem Arsch nicht angeguckt im normalen Wahlkampf. Also das sind teilweise Themen, die nicht mal in den Wahlprogrammen auf 80 bis 150 Seiten der Parteien einmal kurz angesprochen wurden bei manchen Parteien. Das ist halt einfach, man muss die Angebote für die die jeweilige Demografie schaffen. Und das muss halt auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Das heißt jetzt aber auch nicht, das ist kein Argument dafür, dass man nicht sagen soll, man soll es nicht im Kanzlerduell fact-checken, weil dann
steht ja vielleicht auch einfach mal eine gewisse Schärfe und einfach, dass gesagt wird, du hast jetzt gerade da Mist erzählt und du nicht. Und deshalb, da würde schon alleine schon bei der Meinungsfindung deutlich mehr helfen. Das heißt nicht, dass man dann die anderen Leute da komplett rausnimmt und sagt, das reicht jetzt. Dann verbringen Sie aber die Hälfte der Zeit mit Fact-Checking. Also ich finde das reizvoll und journalistisch sowieso. Aber Plasberg macht das ja nicht ohne Grund so, dass er das sozusagen nach der Sendung eigentlich erst macht und dass er das nicht von der Sendezeit abgibt. Da gibt es das ja. Ja, hart, aber fair. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass ich halte das auch für richtig. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit Leuten spricht, die politisch interessiert sind, die entsprechenden Medien, ob jetzt ihre oder klassische, traditionelle, wie auch immer lesen, dann wird man da auf viel Zustimmung stoßen. Die Frage ist, ob man damit nicht letzten Endes die politische Kultur noch mehr zerstört, denn wenn man ihnen permanent Fehler unterstellt, und es gibt nun mal jede Menge, und immer mit dem Finger auf die Leute zeigt und sagt, das war jetzt ein Fehler und dieses war ein Fehler, dann besteht so eine Sendung nur noch aus Fehlern und der Fehleranalyse und man kommt von Höchstchen auf Stöckchen. Das ist auch eine Art von Streitkultur, auf jeden Fall. Nur dann hängt man sich an Zahlen auf und sagt, du hast gerade gesagt, es sind 1 Million Flüchtlinge eingewandert, du hast gesagt 800.000, was ist jetzt richtig? Ja, ich beziehe mich auf die Studie, ich auf die. Ich halte das im Einzelfall für wichtig und auch für reizvoll. Ja. Nur das flächendeckend einzuführen, das killt, glaube ich, jede politische Debatte. Aber das darf ja dann, also es darf ja nicht 90% der Sendung ausmachen. Die Sache ist aber, was es machen würde, ist eine ganz entschiedene Form des Journalismus wieder herzustellen. Zwar eine Art von Glaubwürdigkeit, weil oftmals ist es so, dass für gewisse Schichten, die da oben, das sind zum einen Frau Merkel und ihr Kabinett und die Medien, die sind im gleichen Topf. Das ist oft, wie oft wir hören, hier hat Frau Merkel wieder mittags angerufen und hat gesagt, das ist genau. Wir setzen uns morgens hin, warten, bis Frau Merkel anruft und sagt, Flüchtlinge, aber nur positiv. Alles klar, Frau Merkel, machen wir so. Also einfach diese Öffentlich-Rechtlichkeit. Ja, genau. Das ist halt einfach wirklich. Ja, aber ich meine, man kann es ja easy machen, indem man neben einer Sendung das auf einen extra Twitter-Account macht oder so. Das muss ja die Sendung nicht killen. Ja, aber es muss schon irgendwie, es ist da sind wir wieder beim irgendwo hingehen, sich zu informieren oder es serviert bekommen. Also es muss schon integriert werden. Ja, kann man machen zum Beispiel. Also einfach, dass es ein Teil von der Sendung ist, stimme ich vollkommen zu. Es darf nicht komplett den ganzen Dialog zerreden und zersprengen und dann hat man irgendwie dieses Button, der sagt wrong. Ja, aber das ist auch schon Journalismus, ne? So, dafür jetzt eine Lösung zu finden. Wir haben Leute, die offensichtlich Unsinn erzählen im Fernsehen und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden, Klammer auf können. Ja. So, weil die Sendezeit nicht reicht oder der Platz nicht oder wie auch immer. Und dann muss man sich jetzt Konzepte und Dinge überlegen, wie das denn geht. Ja, so, und das sind sozusagen alle Journalisten, die in diesem Bereich tätig sind, aufgefordert, sich das zu überlegen. Das halte ich nicht für unmöglich. Also wenn man die ökonomische Frage sozusagen das geht schon. Ne? Da haben Sie recht, da gibt es ja schon auch ungeheuer viele Anstrengungen in den Medien, die sich's leisten können, was Fact-Checking angeht. Ich bin auch der Meinung, wir sollten uns dabei als Journalisten nicht zu Tode peitschen. Früher gab es auch schon Fehler, die dann verifiziert oder falsifiziert worden sind. Ich würde auch diese Überschrift hier oder diese Unterschrift, braucht die Politik Nachhilfe in den Medien? Nein, braucht sie natürlich nicht. Wir brauchen alle Nachhilfe. Die Medienmenschen, die Politiker und auch bitte das verehrte Publikum. Warum braucht man Nachhilfe? Weil die Welt so etwas von kompliziert und komplex und digital schnell geworden ist, dass wir alle mehr oder weniger verrückt werden. Und dass Medien natürlich auch eine Geschwindigkeit eingeläutet haben, auch mit Blick auf das Publikum, dass die Leute überfordert. Ich meine, du kannst nicht innerhalb von 3 Tagen erwarten, dass eine Koalitions- oder Sondierungsgespräche beendet sind. Du kannst nicht erwarten, dass innerhalb von 24 Stunden ein schwieriges Gesetz zur Pflegeversicherung konsensual da liegt in seinem Entwurf. Das geht nicht. Und ich finde, da haben wir als Medienleute schon auch die Pflicht, erstmal uns selber zum Teil in Frage zu stehen, unsere Fehler transparent zu machen und durchaus auch das offen zu sagen, was in Politik nicht richtig funktioniert. Also das tun wir ja auch zum Teil. Also insofern sind wir da ja nicht auf einem schlechten Weg. Also die Welt ist so komplex, dass wir im Grunde alle miteinander unruhig geworden sind, unzufrieden geworden sind. Das geht dann in die Röhre Vertrauensverlust. Natürlich ist zum Teil da, aber bitte auch nicht wieder das Kind mit dem Bade ausschütten. Also es gab es alles schon einmal, nicht in dieser digital beschleunigten Form, aber in anderen Formen. Und deshalb rate ich dazu etwas mehr Gelassenheit und professioneller Tiefe.
Ich weiß halt, das ist halt binnensichtig ein bisschen, weil der die Journalisten und die Journalier, klar, die hinterfragt sich und wir müssen einiges ändern und so weiter. Was ist der Unterschied zwischen Journalisten und Journalier? Weiß ich nicht, ich bin kein Journalist. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte... Naja, da geht es ja schon los mit der Sprache. Worauf ich hinaus wollte, das journalistische Geschäft hinterfragt sich gerade und ist mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert. Ja. Und macht sich sicherlich sehr viele Gedanken. Ja. Ich weiß, bei den Öffentlich-Rechtlichen werden Konferenzen gehalten, noch und nöcher. Und da wird über ganz viel, sehr, sehr viel diskutiert. Und da wird sehr viel Energie und Zeit in etwas gesteckt, wovon der Zuschauer A überhaupt gar nichts mitbekommt und vielleicht was er doch. B auch überhaupt gar nicht honoriert. Vielleicht doch, vielleicht ist das Ergebnis dieser Gespräche dann etwas, wovon der Zuschauer etwas hat. Sonst würde man ja diese Diskussion wahrscheinlich nicht führen. Aber ja, also aus meiner Erfahrung meine ich nur. Ansonsten wollte ich nur ganz kurz mal auf die Twitter-Frage, die da noch offen ist, eingehen. Danke für die Hilfestellung. Ich habe sie eben auch. Wir haben sogar eine Zuschauerfrage. Also die würden wir jetzt erstmal schon mal vorziehen und dann hier das angeregte Gespräch weiterführen. Ja, Twitter-Frage, also ich gebe das auch gerne hier nochmal in die Runde. Also Fake News ist, wenn einfach irgendwas behauptet wird, ohne dass man es weiß. Oder dass irgendjemand was berichtet, weil er eine Quelle hat und das irgendwie nicht hinterfragt oder nicht irgendwie... Sachen viel größer macht, als sie sind. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt persönlich was berichte, also in meinen Filmen oder Reportagen mache ich das ja auch so, dass ich sage, okay, das ist mein Erleben, das habe ich hier vor Ort beobachtet. Und wenn ich jetzt mal sage, jeder, mit dem ich jetzt gesprochen habe in den letzten 2 Wochen, der ist von der Politik enttäuscht und ist politverdrossen, dann mache ich das klar erkenntlich als die Erfahrung, die ich jetzt in dem Kosmos dieser Dreharbeiten gemacht habe. Eine Fake News wäre es, wenn ich sagen würde, alle Menschen haben keine Lust mehr auf Politik und so weiter und so fort, weil das stimmt ja nicht. Die Twitter-Frage bezog sich offenbar auf Fake News. Ab wann sind Fake News Fake News? Okay, also dafür gibt es ja das laute Vorlesen der Twitter-Frage, damit alle im Publikum wissen. Also die Frage war, ab wann sind Fake News Fake News? Okay, das kam bei mir nicht an. Dann nehmen wir jetzt, dann nehmen wir jetzt die Zuschauerfrage. Jo, hi. Hallo, moin. Ich hätte noch mal eine Frage ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar haben wir ja heutzutage so das Problem, dass die Politik mehr an den Medien vorbeigeht. So früher hatte man eine Zeitung, die Zeitung hat sich das angeguckt, hat sozusagen so die wichtigen Informationen rausgefiltert. Man hat die Zeitung gelesen, Informationen sind da, fertig. Heutzutage hat ja jede Partei irgendwie einen sozialen Kanal, jede politische Bewegung. Wie kriegen wir es als Medienmacher, sage ich mal, hin, die Leute wieder dazu bekommen, sage ich mal, dass sie... selektierte Informationen wie überhaupt wieder wollen, weil im Moment geht der Trend ja in die Richtung, okay, ich vertraue keinem Medium mehr, ich vertraue der einen Partei, die mir die und die Informationen gibt und das ist die einzige Information, die ich haben will und ich sehe quasi in meiner Blase, in der ich lebe, ja gar keine anderen Informationen mehr. Und ich würde gerne das Gespräch vielleicht so ein bisschen in diese Richtung noch ein bisschen lenken. Das also ist auch, ist auch eine offene Frage an alle. Ich würde nur erst widersprechen wollen, dass sozusagen der Trend dahin geht, dass wir Medien nicht mehr misstrauen. Die letzten Euro-Barometer-Umfragen gehen im Gegenteil dahin, dass die Presse eine stärkere Zustimmung wieder hat, sogar einen Höchstwert, glaube ich, in den letzten 10 Jahren. Was insbesondere dann daran lag, dass man, was jetzt die Hintergründe sind, ist mir nicht ganz klar, aber eben auch wieder Wähler von eher konservativen und rechten Parteien sozusagen wieder ans Vertrauen der Medien ranbinden konnte. Das war zumindest die Interpretation. Also der Trend ist nicht so, dass man sagt, zumindest nicht immer, wir verlieren das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in den Medien. Aber er hat schon ein großes Problem gerade angesprochen. Ne? Also gerade Facebook, wo wir auch agieren, ist ja wirklich so, dass man quasi sich das einmal zusammenstellt, den Feed und dann nur noch diese Selektion. Das ist der zweite Teil der Antwort sozusagen gewesen. Ne? Also ja, richtig, nur ich glaube, wir sollten bei solchen Sachen immer, wenn wir sowas behaupten, das wäre Fake News jetzt zum Beispiel. Ein gutes Beispiel für Fake News. Ja, aber da kann ich dir was zu dir sagen. Und zwar, ja, sag mir mal was. Nee, das klappt mir. Ich schlafe jetzt. Einfach, wenn man das mal anschließt, das ist ja auch tatsächlich eine Art von Meinungsfreiheit und ein großes Gut in Deutschland, dass es überhaupt möglich ist, dass man in einen Bahnhofskiosk geht und dann liegt die Taz da neben einem Kompaktmagazin. Dass man weiß, dass gewisse Medien oder Verlagshäuser oder Tageszeitungen auch vielleicht einer gewissen politischen Strömung näher stehen, das ist ja auch eine Form von Meinungsfreiheit und es muss halt einfach möglich sein, dass diese Zeitungen dann doch wiederum in einer Position sein müssen, wo sie sich dann auch wirklich auf vernünftige Quellen beziehen und dass man die dann auch zur Rechenschaft zieht, wenn sie halt Mist erzählen. Aber dass ein größeres Spektrum von Konservativen oder Linken oder vielleicht auch Populisten, na, sagen wir dann,
patriotischen Meinung da ist, das ist Teil der Meinungsfreiheit. Und das alles wird einem nie gefallen. Von daher, es muss halt einfach nur irgendwie diese Instanz geben wieder, dass man sagt, wenn du hier was behauptest, dann musst du dafür gerade stehen. Klar. Ich weiß, vielleicht habe ich die Frage ein bisschen falsch verstanden, aber ich glaube, dass es in der Realität nicht so ist, dass jetzt alle Leute keine Zeitungen mehr lesen und stattdessen die Newsfeeds der Parteien abonnieren. Die wenigsten Leute, die ich kenne, tun das. Und ich glaube, da sprechen die Zahlen auch nicht dafür. Ich glaube schon, dass Medien sehr gefragt sind und ganz viele Leute nur einfach ganz verschiedene Medien nutzen. Also die Zahl der Medien ist in den letzten 10 Jahren explodiert. Und das, was sich Medien wahrscheinlich fragen, ist das, was sich Facebook und Google auch fragen, nur die haben das mit Erfolg beantwortet: Wie schaffen wir es, möglichst viele der Leute zu uns zu ziehen? Und das ist die spannende Frage für ein Medium. Wie schaffe ich es, so viele Nutzer wie möglich zu bekommen? Ich glaub, oder habe ich das falsch verstanden? Ich denke nicht, dass die Parteien-Newsportale jetzt den Medien das Publikum wegnehmen. Gehen, oder? Genau. Genau, also so ein bisschen mehr auf diese Richtung, indem ich sage, okay, ich habe diese eine Meinung, dass, also alles andere ist falsch. Ich glaube, die Filterblase ist real, absolut, ja, aber die kriegt genau, man aber nicht das weg. Ist ja gerade die Frage, wie kommen wir in diese Filterblase rein? Darum geht es ja, und das ist und ja auch für uns Medienmacher, das ein bisschen, um überhaupt irgendwie, sage ich mal, diese Gruppierung ist ja so doof gesagt, aber da anzugreifen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das fängt früher an. Ich glaube, eine Filterblase wird, wenn wir es gut anstellen, in 10, 20 Jahren kein Thema mehr sein, weil dann alle Leute wissen, was das ist und wie das funktioniert. Aber da sind wir jetzt nicht. Also wenn wir uns in Schulen mal auf den Weg machen, Medienbildung zu betreiben, mal jungen Menschen erfahrbar zu machen, was ist Perspektivität und was ist Pluralismus und wie viele verschiedene Wahrheiten gibt es, dann werden wir irgendwann auch Leute haben, die sich bewusst sind, dass sie in der Filterblase sind und dementsprechend anders agieren. Sie haben das doch zum Beispiel. Sie haben das im Angebot, genau, dass Sie von einer Streitfrage häufig dann eben die zwei Seiten, genau, also es, häufig sind es auch mehr als zwei Seiten, die es insgesamt gibt, aber Sie bilden zumindest zwei ab. Ja, das war super. Also, genau, die Sache, das war so tatsächlich, ich wollte jetzt nicht unser eigenes Ding so reinbringen, aber machen wir. Ist schon ziemlich gut. Wir haben halt eine Zeit lang einfach Pro- und Contra-Videos zu einem sehr kontroversen Thema gemacht und Rieke hat eine Position eingenommen und ich habe die andere eingenommen und wir haben, das Wichtige für uns war, wir bringen Argumente für und gegen eine Position und wichtig für uns war, dass die Argumente schlüssig sind, dass die nachvollziehbar sind und dass man trotzdem dann irgendwie in die Möglichkeit kommt, die andere Seite zu verstehen. Wir haben dazu Quellen dazu gepostet, wir haben was natürlich bei Facebook eine Möglichkeit ist, in eine andere Filterblase zu kommen. Man sieht, wo ein Video geteilt wird, auf welchen Portalen es geteilt wird. Und man ist dann selber in der Möglichkeit, mit dem eigenen Account unter diese Beiträge dann das andere Video zu posten und dadurch Diskussionen anzustacheln und die Debatte in die andere Richtung beziehungsweise meist war die Debatte angestachelt. Ein Beispiel war, wir hatten mal pro, contra Bargeld gemacht. Sollte man Bargeld abschaffen und nur noch bargeldlos zahlen oder ist Bargeld was Tolles? Das ist natürlich eine absolute Extremmeinung. Wir wissen alle, dass das irgendwie die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegt. Aber es waren sozusagen, wenn ich jetzt überzeugt davon bin, dass es abgeschafft werden müsste, was sind die Argumente dafür und umgekehrt, was wären die dagegen? Und es gab einen Riesenaufschrei, auch gerade hier im sächsischen Bereich, als es hieß, das Bargeld soll abgeschafft werden. Und also, ne, AfD-Kreisverband, dies, das hat das geteilt und so weiter. Es hat sich richtig hoch geschossen, diese Spirale. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, ja, es gibt ja auch noch das Gegenvideo, das ist sozusagen die Gegenseite. Und da war die Diskussion dann relativ schnell beendet. Ne? Also es war dann, Ich glaube, auch so ein Pro- und Contra-Ding, ich versuche es ganz kurz zu halten, überhaupt, das setzt ja schon mal voraus, dass sich jemand mit seiner eigenen Meinung dass er sich selbst herausfordern will. In dem Sinne, liege ich da eigentlich richtig oder nicht? Und das ist ja schon ein anstrengender Prozess, sich irgendwie auch mit etwas auseinanderzusetzen, was ich eigentlich gar nicht so denke. In den sozialen Medien ist es ja, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, so, ich teile das, was ich denke und ich like das, was ich denke. Oder den Aufreger, das geht auch. Also oder den Aufreger sagen, und sage, hier, da ist schon wieder der Flüchtling, da ist er schon wieder Bargeld, das Schwein. Ich habe es doch immer gesagt. Genau. Ich glaube, wie man in so Filterblasen kommt, ist, wenn man irgendwie gerade bei so kontroversen Themen sich da irgendwie so ein bisschen einhackt, in dem Sinne, dass man es nicht so plakativ macht, jetzt geht es um das Thema, sondern sich vielleicht auch ein bisschen über
kreative Wege da einsneakt bei den Leuten. Also, dass man etwas, ein unterhaltsames Format macht, wo dann auch solche Themen angesprochen werden. Was die Leute auch so gucken würden, egal ob sie jetzt rechts oder links eingestellt sind, oder auf welcher Seite sie von dem Graben stehen, aber sie fühlen sich beide unterhalten und dann wird auch noch was thematisiert, was sie vielleicht irgendwie herausfordert. Ja, das ist natürlich ein schwerer Königsweg. Da sind wir wieder da, wo tief muss das Limbo, muss Limbo runtergehen? Dafür. Sehr tief. Ja. Sehr tief. Also ein ehemaliger Redakteur von mir hat mal gesagt, wir machen kein Fernsehen für Dumme, aber lasst uns die Dummen auf unserem Weg nicht vergessen. Also im Grunde machen wir Fernsehen für Dumme. Und ich glaube, so muss man das auch handhaben. Also man braucht kein akademisches Studium, um sich irgendwie politisch interessieren zu können. Und das müssen Medien auch mal wieder begreifen. Und auch in so einem TV-Duell und so weiter. Aber was du meinst mit dem, klar, manche Leute möchten sich nicht mit ihrer Meinung auseinandersetzen, dann ist das Ding, das ist meine Meinung, das reicht mir jetzt, Punkt. Das ja. heißt aber nicht, das ist aber auch das Äquivalent zu irgendwo in den Raum gehen, einen fahren zu lassen, wieder zu gehen. Also das ist eine Art von Posten, ja. zu posten einfach, ich mach das jetzt, ich teile das jetzt, es ist mir aber egal, was du dazu sagst. Das ist, ist muss so. Nicht so, weißt du, ist so, genau. Ich krieg Hashtag so. Ist so. Ich kriege genau. hier Schilder hochgehalten, da steht drauf 5 Minuten ja. und es steht drauf Frage. Ja. Das klingt nach einem Gespräch, was man auch gut nachher noch fortsetzen kann. Ja. Der Herr mit dem Mikrofon, bitte. Ja, und zwar ging es ja jetzt in dieser Diskussion bereits viel darum, wie sich die Politik in den Medien darstellen kann. Allerdings ist es ja auch so, dass die Politik den Rahmen der Medien vorgibt, zum Beispiel durch den Rundfunkstaatsvertrag. Und nun gab es aber gerade in der letzten Zeit fortschreitende, schnelle Entwicklungen, wo sich gezeigt hat, dass gerade zum Beispiel dieser Rundfunkstaatsvertrag einer Änderung bedarf. Nun ist es aber so, das Ganze ist ein schleppender Prozess, der aber auch ganz hinten auf der Tagesordnung steht bei der Politik. Ist es aber nicht so, dass das dann wieder zeigt, dass die Politik Nachhilfe braucht in den Medien, dass einfach die technischen Entwicklungen nicht gesetzlich erfasst werden können oder nicht schnell genug gesetzlich erfasst werden können, weil es einfach zu lange dauert? Da bin ich aber froh, dass ich die Frage weitergeben kann. Das ist eine lustige Frage. Ja, aber es ist ja richtig. Also, ja. Ich finde es ein bisschen keck zu sagen, die Politik gibt den Medien einen Rahmen vor durch den Rundfunkstaatsvertrag. Weil da steht weder drin, dass man bei Interviews 30 Sekunden oder 1,30 Zeit hat, noch ob die AfD eingeladen werden soll in eine Talkshow oder nicht und ob da Kessel Buntes läuft oder keine Ahnung was. Und ich finde es auch nicht richtig zu sagen, dass die Überarbeitung des Rundfunkstaatsvertrages nicht auf der Tagesordnung steht, nur weil sie nicht in den Medien berichtet wird, dass sie auf der Tagesordnung stünde. Aber das ist ja das Phänomen, was wir bei Politik generell so haben. Wir haben einen Bundestag mit 650 Abgeordneten, wir haben 16 Landtage, 100 Abgeordnete. Das sind, wenn man das alles zusammenzählt, 6.000, 7.000, 8.000 Politiker. Da rede ich noch gar nicht von den Ehrenamtlichen in den Kreistagen und so. Berichtet wird über 20. Mhm. Ne? Und was die so machen. Aber die anderen existieren ja auch. Und da gibt es auch welche, die beschäftigen sich mit dem nächsten Rundfunkstaatsvertrag. Es wird halt nur nicht berichtet. Aber wo er recht hat, ist, dass das tatsächlich sehr, sehr lange dauert. Ne? Also ich weiß noch, unser Projekt Funk zum Beispiel, ich glaube, das hat 5 Jahre gedauert, bis das dann tatsächlich irgendwann auf bis die Tinte da trocken war. Und ich glaube, da war am Anfang sogar noch von einem Fernsehkanal die Rede, bis dann irgendwann die Entwicklung so weit kam, lass das mal digital nur machen. Und ich weiß auch, dass das zu Recht ein langer Prozess ist und dass es wichtig ist, dass das irgendwie ordentlich gemacht wird von allen Seiten. Aber trotzdem finde ich es auch manchmal als Akteur in dem System doch sehr schleppend, bis sowas entschieden werden kann. Und ich denke manchmal, das kollidiert eben so ein bisschen mit diesem Anspruch, dass immer alles ganz schnell gehen muss und wir auch ganz schnell liefern müssen. Ganz kurz und ganz schnell ist ein gutes Stichwort, Herr Brink. Medien- und Netzpolitik ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das sprengt jetzt echt den Rahmen, wenn wir darauf eingehen. Ja. Das Problem ist natürlich, dass der Rechtsrahmen nie angepasst wird bei dieser Schnelligkeit. Und es dauert dann lange. Und wenn es dann aktualisiert ist, dann ist es eigentlich auch schon wieder veraltet. Und wir können die Diskussion wieder von vorne starten. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht der Kern hier, dieser medienpolitische Aspekt. Ne? Also der ist wichtig. Aber ich glaube, dass niemand mitnehmen sollte, dass der Rahmen eng gesetzt ist, zumal wir die privaten Medien hier gar nicht mit da drin haben. Die fallen ja nicht unter den Rundfunkstaatsvertrag. Ganz kurz noch, und ich glaube, dass viele Journalisten auch in den Öffentlich-Rechtlichen, also wenn ich jetzt nur mal für mich spreche, mit dem Rundfunkstaatsvertrag relativ wenig konfrontiert werden. Also ich arbeite auch unter anderem für Funk, also fürs Öffentlich-Rechtliche. Ich musste da nichts unterschreiben. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Und man kann doch so relativ frei sein Ding machen und... wie gesagt, Merkel ruft nicht um 10 Uhr morgens an. Also, wir haben die
Populisten gehabt, wir hatten die Koalitionsverhandlungen, wir haben auch über Politik und Medien gesprochen. Keiner von uns wird sagen können, wie das in 20 Jahren aussieht, ob es noch Hauptmedien gibt oder ob es ganz viele Kanäle gibt. Das wissen wir nicht. Ich habe trotzdem kein schlechtes Gefühl. Es wird irgendwie weitergehen. Und wir alle können sagen, wir sind dabei gewesen, als es diskutiert wurde. Schönen Dank. Schönen Dank. Das war's. Ja, cool. So.